So, ja, herzlichen Dank, Herr Präsident, für den Hinweis. Ich mache das im Kurzdurchflug. Also, Frau Kornmesser, ich habe mir hier drüber geschrieben, die Koalitionsfraktionen sind blind für Probleme. Sie wollen einfach nicht erkennen, dass Probleme offensichtlich erkennbar sind, wenn man in der Lage wäre, über den Tellerrand zu schauen. Und natürlich wissen wir auch, dass es die Anlagenbetreiber trifft und wenn es die nicht mehr gibt, wenn die nicht mehr habhaft gemacht werden können, die Eigentümer. Haben Sie eigentlich schon mal dem Brandenburgischen Bauernverband mitgeteilt, was für enorme Lasten auf Ihre Mitglieder zukommt? Das sollten wir dann vielleicht im Nachgang dieser Diskussion tun. Also, dieser Antrag soll unangenehme Überraschungen verhindern und vorab schauen, dass wir wenigstens prüfen. Und ich weiß auch gar nicht, was Sie hier wollen. Wir haben doch gerade mal einen Prüfantrag vorgelegt. Wir haben noch nicht mal dezidierte Forderungen erhoben. Und letzter Punkt, Frau Walter-Mundt. Sie arbeiten offensichtlich wie die ganze Koalition nach dem Prinzip Hoffnung. Nach dem Motto Hoffnung darauf, dass die meisten Anlagen weiter betrieben oder repowered werden. Das nenne ich Weitblick, das nenne ich Zukunftsorientierung und über den Tellerrand schauen. Herzlichen Dank.